Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. So ist besser. So, vorletzter Livestream, bevor ich weg muss für ein paar Wochen. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Wir basteln ein bisschen Happy Mail. Ich gehöre zu diesen komischen Menschen, die gerne Briefe verschicken. Und mir fällt gerade auf, ich habe was vergessen reinzuposten. Nämlich die Infos, die sonst immer daneben reinkommen. Und das ist genau. Genau. Und dafür bastel ich gerne mal was. Immer zum Beispiel auch so kleine Journals, in die man so noch ein bisschen was schreiben kann, ein bisschen was einstecken kann. Und sowas werden wir heute auch mal machen. Dafür müssen wir erstmal ein paar Briefumschläge basteln. Ich habe dann noch so eine Vorlage, die ist ein bisschen älter, die werde ich nehmen. Ist, glaube ich, einfach mal von einem Briefumschlag abgenommen worden oder ich habe sie selbst konstruiert, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und ich werde die basteln aus Magazinseiten, die ich noch aufgehoben hatte. Das ist, glaube ich, hauptsächlich Glow Magazine und Daphne's Diary. Und ja, da werden wir jetzt mal in aller Gemütlichkeit ein paar Briefumschläge draus machen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, dafür werde ich das Ganze erstmal auf die Rückseite machen. Und ich suche mir aber einen breiteren Bleistift dafür. Das dann entsprechend übertragen. Sollte ich die Vorlage noch mal irgendwo auf meinem PC finden, kann ich die euch gerne mal ins Discord stellen, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch finden werde. Ich kann nichts versprechen. So, schon mal eins. Da geht es mir hier um die Tulpenseite. Gut. Kann, glaube ich, auch ein Stück runter machen, ne? Ja, hier so. Erstmal alles aufzeichnen. Geschnippelt wird dann nachher noch. Ihr könnt, wenn ihr so eine Vorlage braucht und keine zur Hand habt, aber auch wirklich einfach einen alten Briefumschlag nehmen, den komplett öffnen und den als Vorlage nehmen. Das ist so ziemlich das Einfachste, was man machen kann. Und dass man da jetzt irgendwie groß irgendwas konstruiert oder ähnliches. Das wird eine knappe Sache hier. Bündig hier drüben dran. Ich brauche glücklicherweise nicht die komplette Klappe, das ist der Vorteil. Ja, nur ein Stück davon. Dann noch einmal hier. Das gute Stück.
So. Und das schon mal ausschnibbeln. Habe wieder etwas Hintergrundmusik für mich persönlich laufen, da mir das mit den Rechten leider etwas zu heikel ist. Leider nur für mich. Tatsächlich vergessen, den Zwischenstep hier reinzumalen. Skandalös. Gesagt, das ist nicht so schlimm, da werden wir sowieso nachher überall noch ein bisschen absäbeln. So, ich habe teilweise diese Seiten jetzt so lange hier in meinem Ordner drinne gehabt. Es ist dieses Phänomen, oh, das sieht so schön aus, das will ich nicht benutzen. Ja, aber es halt immer angucken, ist halt auch dämlich, ne? Also habe ich beschlossen, ich verbastel jetzt endlich mal ein bisschen was von dem Krempel. Ich meine, dafür habe ich es ja letztendlich auch aufgehoben. Wenn die Muster wirklich so schön sind, dann kann ich sie notfalls auch nochmal scannen und auf dem Computer speichern. Aber ansonsten sind halt immer Unikate, die dabei rumkommen.
Zähne. So, jetzt haben wir erstmal alle ausgeschnitten. Jetzt müssen wir mal gucken hinsichtlich Falten und etc. Damit wir die genauen Maße nochmal haben, weil die kenne ich nämlich auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das nächste Mal stand sich wieder vor. Das ist, glaube ich, einfacher. Das machen wir, glaube ich, bei den nächsten Umschlägen auch. Es lässt sich einfacher knicken. Ich hatte doch irgendwo auch die. Ah, hier. Einmal Embossing-Tool drauf. Nee. Bei dem dünnen Papier reicht auch einmal drüber gehen. Das muss man nicht tot prägen. Sonst ist es schneller durch, als wir gucken können. Geht schon viel einfacher, ne? Ich habe hier so ein paar Haare. Nerven. So, das Ding werden wir nachher auch nochmal kürzen. Weil wir werden alle, glaube ich, vorne nochmal kürzen. Dann machen wir noch. So.
Ja. Wir kürzen jetzt erstmal das hier so ein bisschen ein. Ich überlege, ob wir es einheitlich machen oder ja, machen wir einheitlich, weil es reicht, wenn wir da so ein, zwei Zentimeter haben. Habe ich in mein großes Geodreieck hier. Na, sagen wir eineinhalb. Einigen wir uns auf die Mitte. Weil das brauchen wir nachher nur zum Festkleben. Irgendwas ist gerade gerutscht. Überall nochmal absäbeln. Dem Projekt hier wird das übrigens wie bei allen meinen anderen Projekten. Ich habe keinen konkreten Plan, sondern wir machen das einfach mal so mit den Ideen, die ich im Kopf habe, und dann gucken wir einfach, wie sich es dann entwickelt. Hat bis jetzt immer geklappt. Oder sagen wir mal, es ist selten in die Hosen gegangen. So, jetzt müssen wir erstmal das Innere hier messen, weil da habe ich nämlich auch noch vor, was drüber zu hauen. Vielleicht zernacht? Ne, 15,8. Das könnte ein bisschen knapp werden schon. Sagen wir 15,7. Gucken, ob das bei allen hinhaut. Ja, 15,7 mal. Hier müsste ich eigentlich nicht so viel machen. Es reicht eigentlich, wenn das bis mal 10, 15, 7 mal 10 reicht. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal das Transparenzpapier. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich hier für Farben zu nehme. Wir nehmen auf jeden Fall Blau. Pink. Gelb habe ich mich noch nicht entschlossen. Aber noch. Ach, das ist zweimal gelb, das brauchen wir nicht. Nee, das ist so ein komisches Grün. Tüten wir später ein. Könnten wir noch nehmen, ne? Ja, das andere war übrigens grasgrün. So. So, was haben wir gesagt? 15, 7 mal 10.
gehen wieder erst hin und zeichnen alle auf. Oh, das ist wieder lustig. Grün auf grün. Also normalerweise bin ich nie so der Fan von Pink, aber man guckt ja immer danach, für wen man das macht und ob die Person mit den Farben kann oder nicht. Und dann würde ich sagen, sind wir auf der sicheren Seite. So, das schnippeln wir jetzt aus. So, zwei noch.
Jetzt gucken wir mal, welche Farbe wir zu was sortieren. Ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Genau, dann schnappen wir uns erstmal mein beliebtes beidseitiges Klebeband, wovon ich irgendwie die andere Rolle auch irgendwo hier liegen habe. Wenn nicht, wäre echt schlecht. Aber ich meine, ich hätte sie letztens noch hier gesehen. Ah. Dann machen wir mal. Einmal rundherum etwas beidseitiges Klebeband. Das kommt dazu. Dann jetzt erstmal überall das Klebeband drauf. Ja. Okay. Neue Rolle.
letzte Stück. Dann können wir reinkleben. So. Die kleben wir jetzt oben bündig in die jeweiligen Briefumschläge rein. Ist quasi als Innenfutter. Ich mache dann erstmal oben das ab. Klebe das da bündig rein und dann mache ich die Folien vom Rest ab, weil dann kann man das ein bisschen angenehmer da reinpappen. Man sieht jetzt zwar so ein bisschen, wo der Kleber ist, aber das hätte man so oder so gesehen. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil man es ja dann eigentlich nur oben an dem Rand sieht. Hat aber so ein bisschen Tissue-Paper-Effekt dahinter. Dann rolle ich das eigentlich immer relativ, außer es schnappt halt runter, einfach immer ab. Aber bis jetzt sieht es ja so ganz gut aus. Ja, hier haben wir ein bisschen was reingekleistert versehentlich, ja? Gucken, ob wir das noch rauskriegen. Hier ging's. Ja. Ja. Genauso wie die ganzen Katzenhaare, die sich wahrscheinlich überall drin befinden. Das halt ist in einem Katzenhaushalt. So. So much for that. Bisschen was wegtun hier.
Hier mache ich jetzt auch einfach beidseitiges Klebeband drauf. Das ist am schnellsten so zusammengeklebt. Gucken, das müsste so klappen, ne? Ja, das funktioniert so. Das mache ich jetzt erstmal überall wieder drauf und dann kleben wir wieder. Möchtest jetzt nicht abhauen, liebes Klebeband. So. Hat man quasi hier Briefumschläge. Nur halt mit abgeschnittenem Deckel, aber das wird sich gleich noch erklären, warum. Ich glaube, ich habe teilweise den Kleber ein bisschen zu weit nach vorne gemacht, aber naja, machen wir falls was drüber hinterher. Sehe ich nicht so eng. Improvisation und so. So, jetzt haben wir ein paar Brieftaschen hier. Sehen könnt. Also, genau. Das heißt, die werden wir jetzt im nächsten Schritt aneinander heften. Dafür machen wir Kleber auf diese Kante und das machen wir diesmal aber mit richtigem Kleber, glaube ich, besser. Und kleben das dann gleich aufeinander. Holen wir uns mal so ein bisschen hiervon noch. Ein bisschen müde. Jetzt mal gucken, welche Reihenfolge machen wir. Das ist eigentlich egal, ne? Das machen wir mal nach hinten.
Genau, das kommt dann jetzt so hier dran, leicht umknicken. So werden wir das jetzt Stück für Stück da festkleben dran. Und hier kleben wir nachher was drüber, dass das schick aussieht. Kleber leer. Ah, nicht schlecht. Reicht es gerade noch hierfür? Ja. Jetzt haben wir quasi schon mal so was Ähnliches wie ein Album. Das heißt, wir haben immer jetzt was zum Ausgang, wo wir auf der einen Seite einen Briefumschlag haben, wo wir es reinschieben können, und hier haben wir eine glatte Fläche. Genau. So far so good. Ihr merkt, es fehlt noch ein bisschen was, aber das kommt jetzt Stück für Stück. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Schimmer, ob wir das heute so fertig kriegen, wie ich mir das denke, weil es kann sein, dass wir nachher noch erstmal ordentlich kleistern müssen. Aber das werden wir sehen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal ein Front- und ein Hintergrundcover. Frontcover werden wir hier draufkleben. Und das Hintergrundcover wird hier dran festgemacht. So, jetzt müssen wir mal bei den Ausmaßen gucken. Ausmaßen, das klingt bei den Maßen gucken. So rum. Fünf würde ich sagen. Ja, mal. 16,5. Vermessen. 11,75. Ja. Nein, 16,5 hatten wir gesagt, ne?
sieht gut aus. Ich habe schon ein bisschen was drauf. Das sollte ich dann vielleicht gleich mal ein bisschen ausradieren. Machen wir aber dann nachher noch ein bisschen was Schickeres drüber. Ja, das eine nach vorne, das andere hinten hin. Ich tendiere dazu, das nach hinten zu machen. Obwohl es vielleicht auch nicht schlecht wäre, das zu machen, weil das hat ja schon ein Muster drauf, ne? Das vorne nicht. Ja, dann machen wir das so. Genau. Jo. Des Musters. Gut. Dann brauchen wir wieder unser heißgeliebtes Klebeband, weil der Kleber ja leer ist. Das ist lieb von dir. Vielen lieben Dank. Und einen schönen guten Abend. Ja, es wird ein bisschen Briefpost gebastelt. So ein bisschen Freestyle. Da das hier gut heften muss, machen wir jetzt einmal in der Mitte noch so ein bisschen schräg. Nicht schlecht. Bist du dabei auch ein Bastler? Was höre ich denn jetzt noch ein bisschen? Ja, ich brauche im Hintergrund, wie gesagt, ein bisschen Musik, wenn ich sie auch leider nicht mit euch teilen kann. Aber ich bin ein Mensch, der Musik braucht. So, auch so ein bisschen Sabaton. Ans Nähen habe ich mich auch erst letztes Jahr so wirklich gewagt. Man macht halt, was man kann, sag ich mal. Aber ansonsten bin ich auch mehr der Bastler. Gerade was Happy Mail betrifft und sowas sowieso. Muss ich mal gucken, dass ich es auch richtig rum habe.
Das hier geht irgendwann im Laufe des Jahres in die USA und da lohnt sich's dann halt eigentlich nur immer was hinzuschicken, wenn man gleich ein bisschen mehr hinschickt. Daher bastel ich da immer ganz gerne zusammen. So. Und das wird im Prinzip so ein aus mehreren Umschlägen, selbstgebastelten Umschlägen zusammengebautes Album, wo man halt ein bisschen was reinstecken kann, was draufkleben und schreiben und so. Mal gucken. Mal gucken, was mir alles einfällt. Ich gucke immer, wo mich meine Projekte so hinführen. Ich fange immer einfach mal an. So. Sehr gut. Gut, dann wird das quasi so ein kleines Album. Muss in der Mitte noch die kleinen Klebeflächen und was drüber schreiben. So. Das machen wir jetzt noch ein bisschen hübsch. Eben gefunden in meiner Mappe. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch habe. Ich irgendwann mal im Ramsch verkauft, bei eBay, glaube ich, gekauft für 1,99 €. Da habe ich aber noch, das war noch nicht mal hier in Kassel. Ich glaube, da habe ich noch in Erfurt studiert. Das ist ein paar Jährchen her. Dann machen wir jetzt hier immer mal so einen Streifen drüber. Wir können den eigentlich auch ein Stück reinschieben. Dann, nee, das ist auch doof. Haben wir hier immer so mal so einen Streifen drüber, so für 2,5 Zentimeter. Wie breit ist denn der ganze Kram hier? Ja. Wir machen zwei, dann kommt es genau hin. So, machen wir mal ein paar Streifen hier draus. Ach, ich sollte vielleicht erstmal messen, hä? Ja? 16. Jetzt gleich auf 16 runterkürzen.
Hui, bei uns wölkt sich's gerade ein. Soll ja angeblich nochmal ordentlich Schnee kommen, aber Moment glaube ich da noch nicht so dran. Ist immer so um die 0 Grad, so kurz drüber jetzt neuerdings. Wir werden sehen. So, die werden wir jetzt hier in der Mitte überall drüber kleben. Ich teilweise sogar noch ein Stück kürzen. Muss nachher eindeutig mal Kleber suchen noch. Aber bis dahin arbeiten wir mit beidseitigem Klebeband. Ach so, darum geht's besser. Das wird gut. Versucht abzuhauen.
Schon wieder ein Katzenhaar drin hängen. Es ist herrlich. Das machen wir auch nur kurz, oder? Dann haben wir das über die komplette. Ja, machen wir nur was Kurzes draus. Um alles. Ah. Das nämlich so darüber. Perfekt. Ja. Genau. Jo. So. Zeige euch gleich mal den Zwischenstand. Jetzt mal ein bisschen was hier wegmachen. Okay, also wie es bis jetzt aussieht, ist. Hallihallo! Du musst auch ein bisschen Happy Mail machen, ne? Das passt ja dann. Sind wir schon zu dritt. So sieht's aus im Moment. Genau. Und das ist die Rückseite. Dann muss ich jetzt erstmal gucken, überlege ich, ob ich hier nicht jeweils noch was mache. Wobei, das können wir noch machen. So. Ich könnte überall hier noch einen Streifen drüber setzen, eigentlich. Das wäre dann eigentlich schon so ein bisschen Overkill irgendwo, ne? Mal gucken. Ja, ich glaube, den überflüssigen Kleberkrim auch so ab. Naja. Das ist das Feintuning, das kommt dann später. Gut.
Jetzt will ich aber noch hier hinten was drum machen. Vielleicht sind das so als Rückseite ein bisschen blöd. Na, da hast du aber was vor, ne? Nee, ich arbeite an einer größeren Sache. Was heißt größer? Also, das wird jetzt auch ein Bundle für die USA, was aber erst im Mai da sein muss. Also, ich habe noch ein bisschen Zeit. Das ist für eine liebe Freundin von mir, die hat Geburtstag im Mai. Da schicke ich immer eine Kleinigkeit. Und Happy Mail heißt bei mir eigentlich immer, dass ich wie so kleine Journals dazu bastel, in die man dann halt mal was reinstecken kann. Wie, ich meine, wem erzähle ich das? Ihr kennt das ja. Ein paar Washi-Samples mache ich ganz gerne rein. Oder einfach was andere kleine Karten noch. Oder Journal-Cards. Solche Sachen. Muss ich einfach mal gucken, was mir da noch so einfällt. Und ganz zum Schluss, bei dem Briefumschlag, der jetzt auch die Briefe drauf hat, werde ich dann wahrscheinlich einen Brief reinmachen. Muss ich mal gucken. Also es ergibt sich immer so Stück für Stück, wenn ich meine Ideen habe. So, jetzt müssen wir aber erstmal, wie gesagt, was für das Drumherum tun. Da hatte ich Stoff für rausgesucht, ne? Den hatte ich auch irgendwo. Here we go. Nehme ich wirklich den. Ist alles halt so ein bisschen orange dann. Oder nehme ich so welchen hier? Ich ja nicht so elendig viel von dem Zeug hätte. Das hier ist auch cool. Passt aber auch nicht so richtig. Ja, das ist meine Stoffrestekiste hier hinten, nicht fragen. Könnten Grau nehmen, das ist neutral. Selber gemacht. Mit einem meiner 20.000 Vorlagen, aber ich habe mittlerweile gemerkt, die ist echt rum, ne? Also muss ich mal wirklich wieder eine neue machen. Irgendwann, wenn du die ein paar Jahre hast und aus Papier gemacht hast, sind die halt wirklich ein bisschen durchgenudelt. Und ich nehme da immer Seiten aus Magazinen, die ich so gesammelt habe. Sprich, was ich gerne mache, ist Seiten so aus der Flow oder aus der Daphne's Diary oder sowas. Happiness auch eine Zeit lang mal. Ich versuche halt im Moment mal so ein bisschen aufzubauen, was ich alles da habe, weil ich habe unheimlich viel von dem Zeug gesammelt. Daher. So, jetzt müssen wir gerade mal ganz kurz gucken. Ich glaube, 16,5 hatten wir hier gesagt, ne? Ja, 16,5. Machen wir ein bisschen Überstand. Jetzt machen wir 18,5 erstmal. Das hier. Ach, das ist die Stoffkante. Frisch gespitzt. Ich habe jetzt auch zu Weihnachten einfach kleine Umschläge gemacht und habe die noch aus weihnachtlichem Geschenkpapier gebastelt. Kam auch cool an. Dann so schönes Siegel drauf gemacht noch. Kann man auch machen. Haben gesagt 18,5 wegen der Nahtzugabe auf beiden Seiten. Frag nicht, was ich hier vorhab. So. Ja, da kann man ganz coole Sachen machen. Und falls du neue Siegel haben willst, guck mal bei AliExpress, da sind die günstiger. Kriegst du meistens auch die, die es so bei Amazon gibt, die gängigen. Ja, die Qualität ist manchmal nicht die beste, aber es ist wirklich, bis jetzt die, die ich da gekauft habe, war ich eigentlich recht zufrieden mit. Man gibt halt nicht sich dumm und dämlich aus da dran. Das Siegelwachs habe ich, glaube ich, also ich nehme gerne. So kleine Sterne sind das. Die habe ich, glaube ich, mal bei Amazon gekauft, weil ich finde, die kann man besser dosieren. Ich habe zwar auch noch so einen längeren Stiftwachs, einmal mit einem Docht drin und auch einmal ohne, aber da irgendwie bin ich da zu blöd zu, weil das dauert mir zu lang mit dem Tropfen oder es tropft zu viel und dann, keine Ahnung, ist das wieder halb kalt und das ist immer. Deswegen, also dann alles auf dem Löffel und dann so kleine Stücke rein, finde ich immer praktischer. So, wie viel Überstand machen wir denn so ungefähr? 2,5 bis 3 cm.
Sagen wir, wenn wir auf jeder Seite 3 machen, machen wir 6 plus 2 cm Nahtzugabe macht 8. Ja, ne, das mit den kleinen Stücken ist wesentlich einfacher zu dosieren. Ich habe halt, Gottes, vor Jahren habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten ein Harry Potter Siegel bekommen. Und die sind ja richtig schwer, ne? Aber Original-Merchandise natürlich auch abartig teuer. Und da ist auch ein rotes, nee, es war ein Gryffindor-Siegel, genau, ein rotes und rot und goldenes Wachs dabei. Und die sind halt auch mit Docht. Und die sind halt auch zu schade, um sie. Also, es ist doof, wenn man sie nicht benutzt, ne? Jetzt habe ich da halt auch noch von und das probiere ich halt immer mal so ein bisschen zu nutzen. Was ich an den kleinen Drops auch gut finde, ist, dass man die dann halt auch farblich mal mischen kann und dann einfach mit dem Zahnstocher so ein bisschen zwirbelt und dann hat das auch immer noch einen coolen Effekt. Finde ich jedenfalls so. Genau. Finde es immer wieder lustig, wie man manche Leute damit faszinieren kann, wenn man auf eine Geburtstagskarte oder eine Weihnachtskarte oder was auch immer hinten ein Siegel drauf macht. Also manche Leute gucken dann erstmal total verwundert und fasziniert. Sowas gibt's noch? Ja, gibt's noch. So. Jetzt überlege ich, wie wir es am besten machen. Das hier machen wir nach unten. Ja, das finde ich aber gerade bei Hochzeitseinladungen sieht das super schön aus. Was ich jetzt auch die letzten paar Mal zum ersten Mal gemacht habe, ist, dass ich dann mit einem Edding dann drüber bin und habe mit einem silbernen oder einem goldenen Edding teilweise nochmal so ein bisschen die Konturen nachkoloriert. Das kommt auch ganz gut. Da gibt es ja, glaube ich, auch so wie so Pulver oder so, was aussieht wie Lidschatten. Aber das ist so Zeug am Finger, was ich nicht so mag. Oh, kennt ihr euch? Ich meine, im Endeffekt glaube ich, von der DIY-Community her kennt man sich immer irgendwo so ein bisschen, habe ich festgestellt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das von der Höhe her passt. Ja, passt soweit. Jo, jetzt muss ich mal meinen Abgründen hier ein bisschen tief graben. Ich hätte auch irgendwo einen Pinsel mal rumfliegen, ne? Ich muss dringend diesen Schreibtisch aufräumen. Der sieht aus. Ach ja.
Weil wenn man halt auf Krücken geht gerade, ist es immer so doof mit dem Aufräumen. Ich meine, es ist auch so doof, aber ich werde doch diesen bekackten Pinsel irgendwo finden. Hier reingeschmissen? Ist auch runtergefallen irgendwann mal. Okay, ganz ruhig nochmal durchgucken. Ich meine, ihn letztens noch gesehen zu haben. Ich nenne das ja gerne kreatives Chaos. Das geht immer so lange gut, bis ich dann anfange, was zu suchen. Und dann nervt es mich. Jetzt habe ich dummerweise vor knapp 1,5 Wochen, oh, willkommen auf dem Discord übrigens, vor 1,5 Wochen habe ich Metall aus dem Fuß bekommen. Ja. Und das heißt, ich habe im Moment noch Krücken und das nervt. Hab dir gerade mal eine Rolle gegeben, dann siehst du jetzt auch alles, theoretisch. Ja, es ist Fluch oder Segen. Also du findest vorher nichts und hinterher nichts. Aber ich weiß, ich hatte hier einen Pinsel irgendwo liegen für Kleber. Und ganz schlimm ist immer der Gedanke, ich lege das mal hier hin, da finde ich es garantiert wieder. Falle ich aber auch jedes Mal wieder drauf rein. Ich dachte schon. So. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Ja, der kann doch nicht weg sein oder ist er wirklich runtergefallen oder so. Ich glaube, es wird langsam einfacher, wenn ich kurz einen Pinsel holen gehe, ja? Ich komme mir gerade echt dämlich vor. Ich habe das Ding doch letztens noch gesehen. Aha, hier liegt's. So, oh Gott, den hätte ich mal auswaschen sollen. So. Ich meine, immer wenn ich so flexible Sachen mache, nehme ich gerne das Zeug. Weil das trocknet flexibel ab, kann man auch kleine Mini-Notepads mitmachen. Haben wir auch schon gemacht. Funktioniert ganz gut. Habe ich auch schon Fotoalben mitgemacht, so hinten mit Kleber gebunden. Ja, genau. Und dann liegt es irgendwo ganz prominent rum und du denkst dir so. Kenne ich. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Stoff hier rumkleben. Ja, man könnte auch Stoffkleber nehmen, aber da müsste ich jetzt auch wieder suchen. Das ist jetzt nur, damit es mal ein bisschen fixiert ist. Weil eigentlich hatte ich überlegt, da eine Naht drüber zu legen, aber das weiß ich noch nicht so. Werde ich aber wahrscheinlich an den Seiten machen, dass wir noch so eine Naht da drauf haben. Dafür muss das aber erstmal etwas trocknen, wo es ja jetzt Zeit so hat. Ist das noch? Ja, passt perfekt. Gut, das legen wir jetzt erstmal daneben und lassen es trocknen.
Ja. Also wir machen bis knapp 18 Uhr. Dann habe ich nämlich Hunger. Vielmehr, ich habe schon Hunger, aber gibt heute Abend einfach mal die Resteverwertung der Nudeln von gestern. Überlege, ob ich alles zusammen in eine Auflaufform reinhaue, ein bisschen Ei dran schmeiße und drei Scheiben Käse drüber. Mal daneben, bevor wir wieder drin hängen. Das angepasst, dann können wir da gleich weitermachen. Das ist schon mal gut. Wie machen wir denn hier drin weiter? Frage, schreibe ich immer was drauf oder? Noch von meinem Lieblingspapier hier irgendwo rumfliegen. Ja. Muss ich noch nicht mal weit für, das ist gut. Ich liebe braunes Papier. Ui, das klingt cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin in nächster Zeit nicht so oft online, weil ich muss jetzt auf eine Weiterbildung für 3 Wochen, aber gibt bei YouTube Videos in der Zeit. Also Ende Februar bin ich wieder regulär am Streamen dann. Ich wünsche euch noch was. Fleißig, fleißig. Könnte ich eigentlich so ein paar Boxen machen, ne? Schon fast wieder angefangen, mein Geodreieck zu suchen. Machen wir mal einen 9 mal 6. Nee, 8 mal 6. Dann gucken wir, was wir noch dazu machen. Ach, das klingt aber auch lecker. So, 9 mal 6 haben wir gesagt, ne? Dann 8 mal 6 haben wir gesagt. Irgendwann lernen wir es noch. Dann machen wir gerade mal ein paar, also 2 Stück. Headset runter hier. Ach ja.
So, und die hauen wir jetzt mal durch den Eckenstanzer. Tolle Investition, das Ding. So, haben wir schon mal vier Boxen in der Größe. Da werde ich jetzt noch hinten beidseitiges Klebeband draufknallen, dass wir die dann entsprechend relativ simpel auch aufkleben können. Ja. Na, wie ist? Wir sind aber nicht mehr lange hier unterwegs, noch knapp so eine halbe Stunde. Sich vorwarnen. Und dann nächste Woche nochmal gegen Mittag und dann bin ich erstmal 3 Wochen weg. Oh, genervt klingt nicht gut. Arbeit? Familie? Bekannte? Schwiegereltern? Ihr kennt euch auch. Ich wollte gerade fragen. Ja, die deutsche Rentenversicherung würde es Arbeitserprobung nennen. Ich muss 3 Wochen an den Arsch der Heide. Weil, Hintergrund, ich bin wegen psychologischen Querelchen aus dem Verkehr gezogen worden. Leistungsunfähig im aktuellen Job nennt sich das. Burnout, Depression, alles was dazugehört. Über die ganzen Einzelheiten lasse ich mich jetzt mal nicht aus. Und wenn man eben Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben über die Rentenversicherung beantragt, will die sich natürlich auch sicher sein, dass man das wieder schafft und dass man belastungsfähig ist. Und das heißt, man muss in eine Arbeitserprobung. Und weil ich aus psychologischen Gründen krankgeschrieben war, muss ich das 3 Wochen lang. Ich freue mich schon riesig. Ich könnte einfach nur im Kreis kotzen. Weil ich hasse es, länger von zu Hause weg zu sein. Ich hasse es, mit ganz vielen Leuten auf einmal im Klassenverbund zu hocken, die ich nicht kenne. Und das ist so gar nicht meins. Nee, alles kein Problem. Nee, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die DLV hat mich zu einer Arbeitserprobung eingeladen, aufgefordert. Das sind so spaßige Sachen immer. Und da muss ich dann halt mal 3 Wochen durch, weil psychologisch und so, deswegen
Wer wegen psychologischen Gründen krankgeschrieben ist und bei der DRV eine Leistung zur Teilhabe macht, muss 3 Wochen in die Erprobung. Wer nur irgendwie Probleme mit seinen Knochen hat, nur 1 oder 2 Wochen. Also darf ich 3 Wochen an den Arsch der Heide? Und naja. Zum einen bin ich froh, dass es jetzt weitergeht entsprechend. Zum anderen finde ich es furchtbar, weil ich ungern so lange von zu Hause weg bin. Wie ist denn sowas? Weil im Internet findest du da dazu nichts. Bekommt man da wie einen Stundenplan, dass man da die Woche irgendwas machen muss, oder? Oh. Das sind so böse Namen, da können die alles reinpacken, ne? Ja. Ich jetzt überall draufgeklebt? Nicht, dass ich vorne und hinten draufgeklebt habe. Sehr gut. Oh Mann. Klingt nicht gut. Du machst mir richtig Hoffnung. Schön fand ich das mit dem internatsmäßige Unterbringung. Irgendwo in einem Wohnheim auf einem riesen Campus. Freue mich schon. Und dann liest du im Internet mal, ist ja bei so einem Berufsförderungswerk, liest du da mal die Rezensionen durch, da wird es dir ganz anders. Na super. Oh, wir schütten uns gegenseitig das Herz aus, oder wie? So, also die Boxen sind drauf schon mal. Da kann dann noch was reingeschrieben oder draufgeklebt werden, je nachdem. Aber noch ein paar kleinere Boxen. Ich bin jetzt noch motivierter, als ich es vorher war. Und ich dachte, Motivation kann nicht ins Negative rutschen. Yippie-yay. So, ein paar kleinere Boxen haben wir gesagt, braucht man noch. Die sind jetzt 8x6, dann machen wir doch mal 5x7. Oh Mann, das wird ein Träumchen. Na, ich bin echt gespannt. Ach Quatsch, falsch rum. Aber wird man da jetzt wirklich so theoretisch? Irgendwie verheißt der Smiley nichts Gutes. Ja, aber ist das jetzt wirklich so, dass man da so nur theoretisch was macht oder auch irgendwelche Beispielarbeiten in diesem Bereich, wo man abgetestet wird oder? Ich kann mir da so nichts drunter vorstellen. Und ich meine, anderen mein Herz ausschütten, wie es mir gerade geht, ist für mich keine Arbeitserprobung.
Dafür habe ich meine Ärzte hier, wenn mir irgendwas querhängt. Vor allem, was ich das Schlimmste finde, ist an dieser Umschulung, dass im Umschulung sage ich, dass die im Endeffekt bei dieser Arbeitserprobung erscheinen, ob du deine anschließend stattfindende Umschulung, wie auch immer, auch in so einem Kack-Berufsförderungswerk machen musst, weit weg von zu Hause, oder ob du das wohnortnah machen darfst. Na, das wird ja lustig. Oh Mann. Habe ja schon richtig Lust drauf. Da bleibt einem so ein bisschen die Sprache weg. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Mittwoch 16 Uhr geht's los. Schweinebacke. Aua. Ganz ehrlich, an meine privaten Sachen kommen die nicht dran. Dann reiße ich wieder ab. Soll ja keinen Scheiß machen. Das Gute ist, mein Schatz ist Meister für Schutz und Sicherheit. Der kennt sich mit ganz vielen Gesetzen aus. Von dem lasse ich mich vorher am besten nochmal briefen entsprechend. Dann sollen die nicht auf die Idee kommen, irgendeine Scheiße abzuziehen. Dann bin ich dann nämlich wieder schneller weg, als du gucken kannst. Inklusive Beschwerde und allem.
Also eigentlich nur eine Arbeitserprobung oder wie nennt sich das neuerdings? Reha-Assessment. Der gleiche Mist, nur anderer Name. So ein Standardprozedere bei dem Thema Leistung zur Teilhabe im Arbeitsleben bei der DRV. Ich meine, einerseits verstehe ich es ja, weil die ja wirklich auf Nummer sicher gehen wollen, dass wenn sie Geld in dich investieren, hinterher das auch, ne, ankommt. Aber wie sieht denn jetzt so eine Arbeitserprobung aus? Bekomme ich da Aufgaben gestellt oder ist das blanke Theorie oder ist das so ein bisschen realitätsnah? So, gleich mal gucken, ob mein Stoff trocken ist. Kaufmännischer Bereich. Das ist alles, was ich weiß. Was genau auf mich zukommt, keine Ahnung. Nee, also erstmal 3 Wochen kaufmännische Erprobung und dann gucken, ob ich fit bin. Und dann, wie gesagt, entscheiden die, ob ich das in irgendeinem Berufsförderungswerk dann letztendlich den weiteren Werdegang machen muss oder nicht. Ich persönlich habe eigentlich nicht vor, das in einem Berufsförderungswerk zu machen. Ich will das eigentlich zu Hause machen. Und die Möglichkeiten gibt es hier auch in der Nähe. Also mal gucken, was sie da versuchen, einem anzulatschen. Das Problem ist halt, dass die DAV an die Empfehlung gebunden ist von denen. Und da ja solche Einrichtungen in der Regel auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen geldgeil sind, aber natürlich auch auf ihre Finanzen gucken müssen und sich freuen, wenn sie Schüler haben. Ich brauche noch mal 2 Kästen gleich, merke ich gerade. Na, ich lasse mich einfach mal überraschen, was da dann bei rumkommt. Mal ganz kurz was nebenbei nachgucken. Ja, ich glaube, auf die letzten Seite mache ich keine Boxen, da mache ich was anderes hin. Das weiß ich aber noch nicht. Das heißt, das lassen wir erstmal offen. Gut, dann sieht das gute Stück jetzt erstmal so aus.
Wie gesagt, auf der letzten Seite lassen wir erstmal die Box weg, da wird wahrscheinlich was anderes hinkommen. Gut, jetzt müsste aber der Stoff mal so ein bisschen fast trocken sein. Sehr schön. Das werden wir jetzt aber gleich, vielmehr, das mache ich wahrscheinlich dann offline, mit einer kleinen Naht versehen. Weiß nur noch nicht, ob ich das per Hand mache oder mit der Maschine. Das muss ich noch entscheiden. Mal ein Stück weiter nach vorne setzen, glaube ich auch. Eigentlich kommt es besser, wenn ich es mit per Hand mache, ne? Dann würde ich wahrscheinlich per Hand nachher mal einen Rückstich drüber setzen. So Sachen, die ich abends immer gerne mal am PC notfalls auch mache. Sehr gut. Das wird dann wahrscheinlich nachher, wie gesagt, hinten um den Einband dann drum gesetzt. Und hier werden wir dann mal gucken, was wir noch an hübschem Inhalt so reinbringen. Uns aber noch was einfallen. Ich denke, da können wir Montag dran weiter basteln auf jeden Fall. Bis dahin habe ich dann auch die Nähte gemacht, wahrscheinlich. Oder wir machen sie Montag zusammen. Es kommt drauf an, wie ich so Lust und Laune übers Wochenende habe, was zu tun. So langsam muss ich mir nämlich auch Gedanken mal übers Packen machen. Ja. Dann sind wir für heute eigentlich erst einmal so weit durch. Ich überlege mir jetzt nachher erstmal, was ich hier noch für Nähseite nehme. Aber ich glaube, weiß kommt am besten. Ja, wir hatten auch irgendwo weiße Nähseide. Ah, here we go. Ja, ich denke, das mache ich einfach weiß, genau. Ja, und dann sehen wir einfach mal weiter, wie sich die Sache so entwickelt. Ja. Gut. Oh, das ist lieb von dir. Mache ich auf jeden Fall. Dir wünsche ich noch gute Nerven. Also Montag von 11 bis um 12. Eins bin ich noch mal online, aber den Nachmittag wahrscheinlich nicht, weil ich da noch ein paar Sachen erledigen muss. Unter anderem noch mal beim Doc vorbei und lauter solche lustigen Dinge. Das heißt, es gibt in der Zwischenzeit erstmal Videos auf YouTube und Ende Februar bin ich dann wieder für jegliche Schandtaten hier und dann mal sehen, wie es weitergeht generell. Dann bedanke ich mich bei dir noch mal ganz herzlich für die Infos. Ich bedanke mich bei all ihren Lieben, die ihr heute hier bei mir im Chat wart, mit mir geredet habt, mitgebastelt habt. Danke. Na, das mit dem Fuß ist zum Glück bald ausgestanden. Dienstag kommen die Fäden raus, Mittwoch muss ich zur Erprobungsklasse. Ja, dann habt noch einen schönen Abend. Guten Appetit, falls es auch gleich Abendessen gibt, wie bei mir. Und macht euch noch einen gemütlichen und macht euch vor allem ein gemütliches Wochenende und lasst es euch gut gehen und schont eure Nerven. Ciao.